Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Call of Chitulla. Wir sind heute in der Buchhandlung und werden hier ganz viele Bücher lesen. Da qualmt's gerade, oder nicht? Was sah so aus? Freud's The Interpretation of Dreams. It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. So, Sigmund Freud verfasste dieses Handbuch für Psychologen. Darin beschreibt er die Techniken zur analytischen Deutung von Träumen. Die Analyse muss mehreren Regeln folgen, insbesondere denen der freien Assoziation, die Freud Ende des 19. Jahrhunderts veröffentlichte. Träume werden als Wege zur Offenbarung verborgener Wünsche interpretiert. Ich bezweifle, dass diese Theorie auf meine Albträume anwendbar ist, aber wir nehmen das Buch trotzdem mit, damit mir die Medizinkunde einen höheren Fortschritt gelang. An old diary. Edward Pierce, ein altes Tagebuch. Der Reverend, er nannte sich selbst zum Propheten, er wies Gott zurück und verehrte ein merkwürdiges heidnisches Wesen in monströser Gestalt. Seine Frau wollte ihn zur Vernunft bringen, aber ihre Mühe war vergebens. Er war überzeugt, dass er auf die Stimme in seinem Kopf hören musse, weil sie die Wahrheit sprach. Okay. Ihr hört mich jetzt auch in eurem Kopf, ich spreche die Wahrheit. Ihr draus macht Werbung für Papa Nova. Ihr hört mich in eurem Kopf Tag und Nacht. Sorry, Leute. Harry Potter. Woher sage ich hier nicht den Namen? Campbell. Supernatural, Campbell. So, von den Winchesters, der Original. Name der Mutter. Eine puritanische Kolonie, angeführt von Reverend John Wickwood, ließ sich im 17. Jahrhundert auf der Insel nieder. Die Kolonialisten nannten die Insel Darkwater aufgrund der dunklen Färbung des Meeres, die ihrer Meinung nach von den eigenartigen Farbe der Felsen rings um die Insel stammte. Sie errichteten die ersten Gebäude, darunter das Hawkins-Anwesen, die Kirche und den Friedhof. Kann man mal zuerst reinballern, ne? Die wenigen Dokumente und handschriftlichen Notizen, die sie hinterließen, sprechen von Albträumen und abartigen Verhaltensweisen. Sie verschwanden zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Ich glaube, aus der Geschichte von Darkwater, wenn das mehrere Bände sind, kann man das auch mal gerne so zusammenfassen und ein Buch daraus lesen, oder? Ich glaube, das könnte gut kommen. Was haben wir hier? Genauso präzise und detailreich illustriert wie der erste Band konzentriert sich dieses Buch auf Heiloperationen im Bereich von Fehlbildungen und motorischen Störungen. Handbuch zur Anatomie und Dissektion, Buch 2. So soll es sein, meine Freunde. Okay, wo muss der... Oh, da ist was. Oh, wir sind im Buch 3 von Breviarium der Medizin. Noch vor einigen Jahren konnte ein einzelner Medizinischer sämtliches Wissen seiner Zeit studieren. Dieses Buch schließt die Reihe ab und zeigt, dass es mittlerweile praktisch unmöglich ist, etwas 10 renommierte Ärzte zu haben, der Zusammenstellung dieser Sammlung beigetragen. Ach so, jetzt habe ich es. Etwa 10 renommierte Ärzte haben zu der Zusammenstellung dieser Sammlung beigetragen. Entschuldigt. Meine Fehler. Warum ich kann nicht so immer so. The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's Theosophical Movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. Diese stibianischen Schriften sind der Ursprung der esoterischen Bewegung, die Ende des 19. Jahrhunderts von Helena Blavatsky begründet wurde. Die Schöpferin der Theosophie hätte großen Nutzen aus den Texten dieses Werkes ziehen können, aber niemand konnte je auf sie zurückgreifen. Ich dachte, sie würden nicht existieren. Dieses Buch, in der namenlosen Buchhandlung auf Darkwater entdeckt, könnte gefälscht sein. Aber genauso gut auch ein unwiderlegbarer Beweis für Blavatskys Aufrichtigkeit.
Nehmen wir mit, nehmen wir mit. Der Kollege Knorri auch schon am Start. So, haben wir hier alle? Ja, hier haben wir alle. Hier haben wir nichts mehr. So, hier wird mal hochgehen. Haben wir hier kein Buch? Hier was? Also gehen wir erstmal hier rein, würde ich sagen. Oh, hier ist was. Oh, ist das viel zu lesen. Es tut mir leid, Leute, aber ich lese wirklich alles vor, dann ist es einfacher. Die Geschichte von Darkwater Band 4. Im 19. Jahrhundert, als die amerikanische Walfangindustrie ihren Höhepunkt im Rest der Welt erreichte, verschwanden die Wale allmählich aus den Gewässern um Darkwater. Das Phänomen wird noch rätselhafter, da die Gegend bis dato einen beliebten Rückzugsort für die Wale darstellte. 1847 kehrte die Sküller nach mehreren Monaten der Jagd mit einem gewaltigen Wesen an Bord in den Hafen zurück. Die Besatzung behauptet, das Ungeheuer habe die verschwundenen Wale gefressen. Nach einer Nacht heftigen Kämpfe gelang es den überlebenden Seeleuten, die Bestie auf das Walfangschiff zu ziehen. Kurios. Sehr, sehr kurios, was die für eine Bestie da auf dem Schiff hatten. Da würde ich gerne mal so ein Bild sehen oder so, aber okay. Da ist noch was. Oh, meine Öllampe voll machen. Schick, schick. Gucken, ob mich da was erwarten wird hier oben. Hallo. What happened here? Let's start over. Where did they break in from? Blood. Seems like amateur work. Yep. Nur ein Amateur schlagt die Scheibe so auf. Mhm. Nein, ich werde euch nicht verraten, wie sowas geht, ohne dass ihr euch verletzt. To whom does this footprint belong? Der hat Tinder am Fuß oder ähnliches. Oder geblutet. Sieht aus wie eine Verletzung, wo es sich hält. Da ist was Medizinisches. This burglar seems to be rather clumsy. Hier ist nichts mehr. Okay, müssen wir doch da hinein wohl. Alles klar. Hallo. Also ein Dressoir? What sort of thief leaves his tools at the crime scene? Schlechter. What killed all these animals? Will ich das wirklich wissen? What happened that made the burglar flee before finishing his work? What the... Charles Hawkins? What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Ja, aber was? Das würde mich interessieren. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Wow. Okay, hier leuchtet wieder ganz viel. Wir fangen an. Er hat da irgendwas versteckt, das weiß ich, da oben. Da leuchtet was Grünes. A strange amulet. I have a feeling I'd better not touch it. Ein merkwürdiges Amulett. Der Anhänger hat die Form eines großen Hundes. Ich weiß nicht, was er bedeutet. Vielleicht erfahre ich mehr, wenn ich den Buchladen durchsuche. Okay, man hat früher so Wasserspeier gemacht, aber die sahen eher wie so Gargoyles aus. Ja, warte, da ist überall was. Drake left instructions on how to find the combination of his safe.
eine Seite scheint hier versteckt zu sein. Darauf steht, wenn jemand diese Memoiren findet, besteht kein Zweifel dran, dass ich mich in ernsthaften Schwierigkeiten befinde. Meine letzte und einzige Hoffnung ist, dass mein Körper, meine Knochen sich noch in dieser Ebene der Wirklichkeit befinden, so dass sie gefunden und verbrannt werden können. Die Totenurne muss meiner lieben Mutter gegeben werden, sofern sie noch lebt. Die folgende Nachricht ist von größter Bedeutung. Wer diese Zeilen liest und denselben geistigen Scharfsinn besitzt wie ich, kann Zugang zu meinem wertvollsten Besitz erlangen. Er liegt in meinem Tresor und die Kombination ist in 3 Walzen versteckt. Jeder davon befindet sich dort, wo sich Leben und Studien in der Welt Griechenlands vereinen. Jede Walze ist nummeriert, auch wenn ein berühmter Autor sagt, die Ordnung ist die Lust der Vernunft, aber die Ordnung ist die Wonne der Fantasie. Und in der Tat muss ich trotz meiner Vorliebe für organisiertes Chaos zugeben, dass am Ende meist die Vernunft siegt. Sollte eine Person oder eher ein Genie meinen Intellekt entsprechend und die Kombination für den Safe entschlüsseln, so bitte ich darum, dass der Inhalt zur sicheren Aufbewahrung meinem Freund und Kollegen Professor Armitage an der Miskatonic University übergeben wird. Der Inhalt dieses Tresors ist nicht nur ein riesiger Wissensschatz, sondern auch eine Waffe, die viel zu gefährlich ist, als dass es in die falschen Hände geraten dürfte. Ich hoffe, dass Sie die Gefahr erkennen, die der Inhalt darstellt und entsprechend handeln. In jedem Fall kann ich Sie weder führen, noch werde ich die Konsequenzen Ihres Handelns erleben können. Okay, muss ich auch Bücher finden, wo dann die Kombination mir verraten? Man muss zumindest anerkennen, dass der Titel des Buches gut durchdacht ist. Handbuch zur Anatomie und Dissektion Buch 1. Läuft. Die darstellende Abbildung der menschlichen Anatomie und Seziermethoden werden sehr detailliert abgebildet. Man benötigt einen starken Magen oder den notwendigen Abstand eines Arztes, wenn man darin etwas nachschlägt. Läuft. Is everyone on this island taking sleeping pills? Ja, überall sind die Schlaftabletten. What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Okay, hier stehen ein paar Sachen drin. Hier ist auch was abgebildet. Der Preis, okay. Das ist auf jeden Fall das Symbol auf dem Tresor. Dieser Schlüssel, der das Symbol der Alten trägt, ist das einzige, das deine Psyche schützen kann. Er hat die Form eines zylindrischen Medaillons, das an einem schweren Kette hängt. Vor hunderten von Jahren wurde der Stern und der Ast, die Kraft des großen Alten zurückgedrängen sollten, darauf eingraviert. Alles deutet darauf hin, dass Charles Hawkins ihm, dem Vorbesitzer, einem ägyptischen Antiquitätenhändler gestohlen hat. Das Datum von Zeitungsausschnitten, die das Vergehen meldeten, stimmt mit den Daten von Hawkins letzter Reise nach Kairo überein. Es bleibt abzuwarten, ob er den wahren Nutzen des Schlüssels kennt. Versuche ihn zu finden. Mache ich. Wahrscheinlich ist er da drin. Den Tresor öffnen. Dafür brauche ich die Kombination, die ich noch nicht habe. Oder habe uns nicht weiß. Wir schauen hier nochmal lang. Aha. Arkham Editions. Never heard of them. Ein Zauberbuch, das angeblich vom legendären König Salomon geschrieben wurde. Es enthält verschiedene Rituale der Anrufung und Fluchrituale. Neuauflage von Claudia D. Waits, basierend auf dem Original von Louis de Lorenz. Dieser Band ist Teil des Arkham Anthologie, einer wertvollen Sammlung von Abhandlungen und Arbeiten über Esoterik und das Übernatürliche. How many volumes are there in this collection?
Oh, warum müssen hier so viele Bücher liegen, die ich lesen muss? Die Arkham-Anthologie, Band 9. Oh Gott, wie viele kriege ich denn noch da ab? Eine Gedichtsammlung von Edward Pickman Drury, auch als Albtraum-Lyrik bekannt. Diese Sammlung von Gedichten wurde bei ihrem Veröffentlichung 1908 mit Begeisterung aufgenommen. Drury war zu der Zeit erst 18 Jahre alt. Okay. Dieser Band ist Teil der Arkham-Anthologie, einer wertvollen Sammlung von Abhandlungen und Arbeiten über Esoterik und Übernatürliche. Oh, die sind alles solche Dinger, oder? Another volume by Arkham Editions. Okay, die sind alle. Arkham Editions. Never heard of it. Warte, da muss ich jetzt die richtigen finden, ne? Nö, Hinweise. Okay. Dann machen wir es jetzt so, weil hier sind ja, wie es aussieht, ganz, ganz viele, glaube ich. Oder? Schauen wir mal hier noch. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Okay, Leute, ich werde jetzt mir alle Bücher mal durchlesen, weil ich glaube, ihr wollt ja nicht alle mitbekommen. Weil ich glaube, dass da noch mehr kommt und ich dann praktisch die richtigen Sachen zusammenfinden muss. Und wir, Things are not looking good. Wahrscheinlich dann das richtigen Code rausfinden. Und sobald ich den habe, mache ich natürlich wieder gleich, hier Action mit euch. Also bis gleich. So, da geht's weiter. Also wir haben hier einmal, drei, vier Schachfiguren. Also, Things are not looking good. Wenn man vom König ausgeht, sind's drei Weiße. Ja, mein Kelch. Kind of chalice. Da steht in den Büchern was von roten Stein. Also, und ich habe jetzt durchgezählt, es sind mal fünf, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und dann war noch vom 9. Band die Sprache in den ganzen Büchern, die ich jetzt gelesen habe. Ich habe jetzt eine Weile hin und her gesucht und hoffe natürlich, dass das jetzt auch stimmt. Ihr seht, hier ist auch nichts mehr, wo man hier machen kann. Alles erledigt. So, dann hoffen wir mal, dass wir es richtig haben. This man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Im Patienten untersuchen. Steht er unter Beruhigungsmittel? Rufen Sie Dr. Fuller, was den Patienten angeht. Very well. I'll examine him. Thirty-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. So, und wenn ihr wissen wollt, was danach kommt,
Dann schalt beim nächsten Mal wieder ein zu Call of Cthulhu. Ich danke euch fürs Zusehen und bis bald.